Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Reichenbacher Straße zwischen Reichenbach und Weidmannsweiler ereignet hat. Ein 19-jähriger Fahranfänger war mit seinem BMW ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Weidmannsweiler nach links von der Straße abgekommen. Der Wagen hatte sich im Graben überschlagen und war 3 Meter unterhalb der Fahrbahn auf dem Dach liegen geblieben. Der Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin zogen sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu und konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte beide vorsorglich in eine Klinik. Während der Bergung des Wagens durch einen Abschleppdienst musste die Reichenbacher Straße vorübergehend komplett gesperrt werden.